In der Urkunde heißt es, die Stadt ist 1357 gegründet worden. Wir Historiker haben durch Forschungen nachweisen können, dass sie viel älter ist. Und was schaut man in diese Gassen hinein, dann wird deutlich, es ist ein geschlossenes Fachwerkensemble. Viele kleine Häuser der Tagelöhner wechseln ab mit den höheren Gebäuden der Geschäftsleute, der Handwerksmeister. Und so finden Sie die ganze Stadt als ein unter Denkmalschutz gestelltes Flächendenkmal. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, diese Urkunde jetzt an Sie zu überreichen. Für uns ein großes Ereignis, muss ich sagen. Es reiht sich ein in viele schöne Geschichten, die wir in Stolberg schon machen konnten und auch erlebt haben. Viele hohe Persönlichkeiten waren hier. Heute sind wir hier mit Revelbook. Und wie gesagt, es freut uns, dass wir heute hier diese Urkunde bekommen haben.